Das Lausitz-Festival hat sich auch in seiner vierten Festivalsaison viel vorgenommen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Lausitz als bedeutenden Kulturstandort zu etablieren. Auch in diesem Jahr ist der Anspruch der Organisatorinnen und Organisatoren, internationale Künstlerinnen und Künstler mit Kulturschaffenden unserer Region zusammenzubringen. Das Festival verspricht dem Publikum spektakuläre Inszenierungen und außergewöhnliche Abende an einzigartigen Spielorten in der Lausitz. Der Hangar 1 in Cottbus, der als Austragungsort für die Festivaleröffnung ausgewählt wurde, bietet eine beeindruckende Kulisse. Der ehemalige Militärflughafen Cottbus hat eine reiche Geschichte und ist nun Gastgeber für eine außergewöhnliche Kombination aus Musik und Theater. Im Rahmen einer Vorbesichtigung des zukünftigen Festivalorts erklärt Professor Daniel Kühnel, Intendant des Lausitzer Festivals, die vorbereitenden Maßnahmen. Also die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es ist ja auch nicht mehr sehr viel Zeit bis zum 25. August mit großem Orchester, großem Chor und einer Inszenierung von Luc Perceval, einer der ganz großen Regisseuren der Welt. Es geht um ein Stück von Bernd Alois Zimmermann, die Ekklesiastische Aktion, und wir kooperieren da mit der Clubkommission Cottbus, was ich sehr schön finde. Dann geht es weiter mit einigen originalen Theaterproduktionen in Weißwasser, Kaufmann von Venedig, in Zittau. Und wir haben eine große Tanzperformance ebenfalls in Weißwasser. Es gibt Konzerte, Jazz, Ausstellungen in Bad Muskau und hier im Museum in Cottbus. Also es wird ein sehr reichhaltiges und schönes Programm. Die Zusammenarbeit zwischen internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie regionalen Kulturschaffenden ist ein zentrales Merkmal des Lausitz-Festivals. Durch diese Kooperation entstehen einzigartige künstlerische Werke, die die Vielfalt und kreative Energie der Region widerspiegeln. Jetzt zum vierten Mal in der Lausitz, sowohl auf der sächsischen als auch auf der brandenburgischen Seite. Und in diesem Jahr natürlich, wir haben gemeinsam mit der Stadt Görlitz zusammen die gemeinnützige GmbH gegründet. Cottbus ist alleine 11-mal Austragungsort. Hinter mir sehen Sie, ganz viele Orte gilt es zu entdecken, aber vor allen Dingen großartige internationale, nationale Künstlerinnen und Künstler, die kooperieren mit Künstlern hier in der Lausitz und vor allen Dingen mit den Menschen. Und ich finde es besonders schön, in diesem Jahr schon gestartet, dank der GmbH auch möglich, dass man vor dem tollen 3 Wochen, die uns erwarten, vor allem die Menschen zusammenbringt und spricht, was bedeutet Lausitz, was kann es werden. Und das ist natürlich identitätsstiftend und ist ein tolles Beispiel, wie wir Menschen nicht nur neugierig machen, sondern auch stolz machen auf diese Region. Einer der internationalen Künstler ist der Kontrabassist Hachai Kohn Milo. Er stammt ursprünglich aus Israel und lebt seit einigen Jahren in Berlin. Well, the process of creating this piece for the festival has been very personal so far. Usually you bring ideas from home into any stage and just treat it the same, doesn't matter where you are. But here, mainly because of the requests of Daniel Kühnel and the festival, we decided to create the piece in the Lausitz, in Weißwasser, and it made it a lot more personal, a lot more connected to the place. Am 25. August wird das Festival mit einer Weltpremiere in der Flugzeughalle eröffnet. Diese Premiere verbindet Giuseppe Verdis Quattro Pezzi Sacri mit der ekklesiastischen Aktion von Bernd Alois Zimmermann unter der Regie von Luc Perceval.